Hi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin, vergleiche auch mit System, Numerologie, Astrologie, Human Design. Und heute bin ich für euch da für den September 2021. Wir schauen mal in die Tendenzen hier rein. Ich benutze das Erzengel-Tarot von der Doreen Virtue. Und dieses Orakel ist nun für alle Feuerzeichen, also Widder, Schütze und Löwe. Und ich mische. Und dann schauen wir mal, was da so die wichtigsten News sind für euch, wo auch mal Tipps auch dazu kommen können. Ja, also wenn wir zum Beispiel etwas sehen, was angenehm ist, dann ist das ja was Gutes, ne? Manchmal sehen wir aber auch Warnungen und dann schaue ich aber so lange, bis wir auch wirklich einen Tipp bekommen, was wir tun machen, also tun können. Okay? Übrigens in meinen Videos oder am Ende von so einem Orakelvideo findest du auch immer noch so einen kleinen Bonus. Also in dem Fall bekommt ihr noch ein Vortragsvideo über Manifestationen. Vielleicht ist das noch zuzüglich zu allen Informationen, die du schon hast über das Manifestieren, nochmal eine gute Sache. Ich denke, ich erkläre das sehr realistisch, ja. Und auch so anhand eigenen Beispielen. Also wer Lust hat, da nochmal reinzuschauen, da könnt ihr einfach dranbleiben und das Video eben einfach laufen lassen. Okay? So, wir gucken mal. Die erste Karte wäre König Gabriel. Das ist ja ganz interessant. König Gabriel, das ist ja direkt schon auch ein Feuerzeichen, ja? Behalte das größere Bild im Auge. Alle Details überlasse anderen. Erfahrung, die zu Erfolg führt. Echte Sorge um andere. Behalte also das größere Bild im Auge. Und die Details überlasse anderen, okay? Also das kann sein, dass du vielleicht dich irgendwie um alles kümmerst, um alles, um jedes Detail, ja? Und hier kann es angesprochen sein, dass manche von euch eventuell dazu aufgefordert sind, Dinge auch abzugeben und zu delegieren. Wir müssen nicht alles immer selber und alleine machen, ins Vertrauen gehen, zu wissen, jemand anders kann es genauso gut wie ich, ja? Oder muss vielleicht ein bisschen, ja, gebrieft werden oder sonst wie und kann es dann auch erledigen, die Arbeit und so, dass du wirklich entlasteter bist, ne? Also hier ist auf jeden Fall eine große Feuerenergie, dieser König Gabriel. Das kann auch sein, dass es auch hier, dass hier auch Männer wichtig werden für die Damen, ja? Also falls du zum Beispiel Single bist und du möchtest jemanden kennenlernen, was mir halt hier auch reinkommt, also jetzt abgesehen davon um die Liebe, aber für manche von euch, das jetzt intuitiv ist, was mir jetzt voll reinkommt für euch, irgendwas mit eurem Vater. Keine Ahnung, ja? Ich weiß ja nicht, es ist ein allgemeines Reading, ihr Lieben. Also hier können Teile durchaus zutreffen, keine Frage, sogar auch das ganze Orakel zeitweise, ja? Oder ist es genau das Richtige, was du zu dem Zeitpunkt hören musst, sozusagen, oder dich halt findet auch durch die Algorithmen, durch die Magie, durch die Energie, ja? Aber es muss halt nicht zu 100% passen immer, ja? Das ist natürlich ein allgemeines Reading. Um wirklich sicher zu gehen, ist immer die Möglichkeit da, zum Beispiel ein persönliches Reading zu buchen. Ja, bei mir oder bei einer Kollegin oder wo auch immer, wo du dich halt wohlfühlst. Wir schauen weiter. Der Stern, cool. Genau, es geht um eure Zukunft. Ein Traum wird wahr. Glaube an dich. Das Ende einer schwierigen Situation. Also eine schwierige Situation wird sich hier beendigen. Du sollst halt nicht alles auf deine eigenen Schultern tun, ja, vielleicht ist das mit den Details auch einfach zu viel Arbeit, zu viele Sachen, aber dein Vorhaben steht unter einem guten Stern oder einfach den Weg, den du gerade beschreitest. Was ist dann noch los? Neuanfänge. Genau. Und es kommt eine freiheitliche, offenere Energie rein. Also wo auch immer du dich vielleicht gedeckelt, also wo du vielleicht zu viel zu tun hast, wo du zu viel geschultert hast, okay, wo du einfach zu aktiv warst, vielleicht auch zu viel Arbeit hattest. Hier kommt so ein Durchatmen, so ein, ja, also so eine Phase des Loslassens auf jeden Fall, aber positiv. Also du wirst das Gefühl haben, dass etwas, das vielleicht so ein Zentner quasi wirklich von deinen Schultern abfällt. Ne? Also finde ich sehr, sehr schön. Hier steht auch noch ein neues Leben beginnen, deine Aufgabe finden, ein vergebender und mitfühlender Rückblick auf die Vergangenheit. Okay? Also ich finde bis jetzt wirklich ganz, ganz wunderschöne Karten. Also jetzt ist noch nichts Negatives hier reingekommen oder sonst wie. Also ich denke, es bleibt auch so. Ja, was haben wir noch? Ja, 15 Entscheidungen. Na super.
wenn man vom Teufel spricht, ja. Aber keine Angst, ihr Lieben. Hier steht einfach nur, befreie dich von dem, was dich zurückhält. Okay? Und es ist halt im Tarot, also die Doreen Virtue-Karten, die sind angelehnt an das normale Tarot-System, ja? Also da ist zum Beispiel im normalen Tarot-Kartendeck ist halt der Teufel, die 15 der Teufel. Aber wir dürfen es jetzt nicht so gleich ausrasten irgendwie. Das ist jetzt nichts Schlimmes, ja? Das Ding ist jetzt einfach nur, diese Karte sagt ganz klar, du kannst weggehen aus der Situation, okay? Du, wenn du einfach was anderes machst, woanders hingehst, dich befreist, ja, es ist einfach, sich zu befreien. Wir glauben nur, dass das schwer ist. Manchmal sind wir süchtig nach irgendwelchen Dingen. Das kann Sucht sein, das kann in einer toxischen Beziehung bleiben sein, was auch immer hier das Toxische ist in deinem Leben. Wisse bitte, dass du, und das ist bei jedem was anderes, okay? Das ist, kann eine Kaufsucht, kann auch eine blöde Sucht sein. Eine Schokoladensucht kann auch sowas sein wie, ich fühle mich irgendwie nicht wohl in meiner Haut, nicht schön genug, nicht sonst was. Und dann limitierst du dich halt auch, ja, durch sowas auch. Also das ist alles, was dich zurückhält, okay, alles, was dich lähmt, alles, was dich aufhält, was dich so ankettet, ja, und man sagt ja so, das alles kann alles Mögliche sein, okay? Also du merkst schon, der Teufel ist nur ein Symbol. Das ist ja nur ein Symbol auf einem Bild. Ja, jetzt erstmal so in unseren Karten jetzt. Ja? Ob du jetzt das normale Tarot nimmst oder hier die Engelkarten. Das spielt jetzt erstmal wie Jacke, wie Hose. So. Das Ding ist halt, was auch immer das ist, was bei dir zum Beispiel dich anspricht, ja, das wird in diesem Monat losgelassen. Also die Chancen stehen sehr gut, dass wir es loslassen, okay? Das heißt, die Chancen sind da, dass wir es loslassen. Aber die Teufelkarte wäre nicht gekommen, wenn dann nicht noch so eine Temptation ist, so eine, dich noch irgendwas da triggern würde, ja? Aber da musst du einfach selber sagen, ich gehe jetzt hier raus und auch das so durchziehen. Bei jedem ist das was anderes. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare, wie das Orakel auf euch gepasst hat, resoniert hat, ja? Wäre auch noch sehr interessant zu wissen. Also hier ist wirklich so eine Sache angesprochen. Vielleicht sind manche von euch auch in einer Beziehung zu einem toxischen Partner oder vielleicht ist der Partner gar nicht so toxisch, ja. Manchmal sind auch wir toxisch und wir können nicht aufhören, toxisch zu sein. Das ist auch der Teufel, ne? Aber du wirst es wissen. Also von jedem ist das die individuelle Situation. Oder wir sind teilweise noch gebunden an irgendeinen Mann aus der Vergangenheit. Ja, an vielleicht auch noch an Elternteil oder so. Vielleicht ist das Elternteil oder diese Person, um die es hier geht, um den Mann, ja, das ist ja König Gabriel. Vielleicht sind die ja in einer Krise und diese Krise wird aber jetzt losgelassen, ne? Trotzdem ist dann noch ein Teil, der triggert, okay? Kriegst du das aus eigener Kraft hin, diesen Teufel da wirklich den Rücken zuzukehren? Es ist möglich und es ist schwieriger als einfacher als wir denken, in den meisten Fällen. Trotzdem machen wir oft das Leben schwer, weißt du? Mal schauen. Fünf Michael. Hier ist irgend so eine Intrige, hier ist irgendein Denkfehler bei 5 Michael. Also hier ist, kann sein, dass du irgendwie noch negative Glaubenssätze hast, ja? Und hier noch gekämpft werden muss, tatsächlich. Dann der Magier. Ja. Ja, also es kommen wirklich noch, und König Michael, ja, also einmal, das wäre gut für euch, sich einen Berater zu suchen, eine Beraterin, Coach, Therapeut vielleicht für manche von euch, jemand, der Ahnung hat, ja. Wenn es um Geldgeschichten geht oder was weiß ich, dann ist ein Anwalt zum Beispiel dann für dich ein Berater. Wo auch immer eben deine Abhängigkeiten vielleicht dann noch sind, der Berater, wo du denkst, der passt jetzt in deine spezielle 15, Nummer 15 Situation, ja, bei den einen ist es ein Geldthema, dann musst du zum Anwalt oder du hast bestimmt einen guten Freund als Steuerberater, ja, oder es ist irgendwie so ein psychologisches Problem, dann muss man zum Therapeuten oder zur Therapeutin, okay? Also du merkst schon, hier muss man intellektuell dran gehen, ja? Das ist ein Kopfproblem. Das ist entweder ein Problem, wo du nicht genug Informationen hast, die dir provided werden durch jemanden, der Ahnung hat, der Spezialist ist auf dem Gebiet, oder sonst wie. Also das ist ein geistiges Problem. Hier wird wahrscheinlich noch
schmutziges Geschirr gewaschen, muss ich euch ehrlich sagen. Es kann sein, dass irgendwie negative Traumata oder sowas noch hochkommen können oder einfach negative Themen hier einfach noch bereinigt werden müssen, wenn du dich aus dieser Situation befreien könntest, würdest. Eine Kundin von mir kam plötzlich so aus dem Nichts quasi noch einmal auf mich zu, hat mir eine E-Mail geschrieben und mich darüber informiert, dass sie dieses Buch geschrieben hat über falsche Seelenpartner. Ein riesiger Schatz für uns alle. Die liebe Pam hat vor ganz, ganz langer Zeit ein Reading bei mir gebucht zum Thema Wunschpartner. Da wollte sie gerne wissen, was der Mann denn für sie fühlt, was er empfindet und all das. Und leider musste ich sehen in den Karten, dass das eher sich um eine Mogelpackung leider Gottes gehandelt hat. Seelenpartner gibt es, aber es gibt leider auch das andere Extrem, wo eben nicht unbedingt etwas daraus wird und sowas war es. Pamela hat aus meiner Sicht das Richtige getan und hat sich dahinter geklemmt, hat Informationen gesucht, für euch recherchiert, das Ganze in Buchform gepackt. Es ist wunderbar zu lesen. Das liest sich leicht, aber es informiert dich und es ist ein wunderbares zusätzliches Wissen zum Thema. Dieses Buch kannst du sehr gerne bei mir bestellen. Du brauchst mir einfach nur eine E-Mail zu schreiben und ich erzähle dir dann oder erkläre dir dann die folgenden Schritte, wie man das dann erwerben kann. Ganz einfach dann zu bestellen bei mir. Und keine Frau dieser Welt, bitte, ihre Zeit, ihre kostbare Lebenszeit, die besten Jahre ihres Lebens. Und die meine ich auch, wenn du 50 bist, ich meine die besten Jahre auch, wenn du 30 bist, wenn du 20 bist, das ist wurscht. Keine Frau hat eigentlich ihre besten Jahre an jemanden zu verschwenden, der ihr nur Krümel hinwirft, ja? Lies das Buch, es hilft, ich kann es empfehlen. Und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Thema bzw. Video. Bis dann. Wenn du all das tust, was passiert? Die Welt, yo. Die Welt. Also ihr sollt wirklich das, was dich festhält, ja. Da musst du noch mal so ran. Aber danach wird es gut. Okay? Einige von euch sind auch finanziell abhängig, weil der Teufel ist, also man kann es nicht, der Teufel kann eine sehr, sehr gute Finanzkarte sein, ja? Aber der Teufel, für den Teufel haben wir entweder schon vorher einen Riesenpreis bezahlt oder die Rechnung kommt hinterher. Und das ist halt das große Problem. Okay? Also das ist es. Finanziell wird es diesen Monat. Ach, Raphael, ja, es geht darum, hier was loszulassen, ne? Gell? Königin Gabriel, vielleicht eine Ehe mit König Gabriel für manche von euch, ja? Oder ist es ein Wunschpartner, der in der Ehe noch drin ist, aber das läuft nicht so? Ja, also um die Finanzen solltet ihr euch auch noch separat kümmern, bitte. Ja, wenn du hier nochmal schaust, Finanzen. Ja, ihr habt zu viele Möglichkeiten und es fällt euch schwer wahrscheinlich, Spreu vom Weizen zu unterscheiden, zu gucken, welche Möglichkeit ist denn wirklich die richtige für mich und was ist nun Strohfeuer. Da musst du gucken, was dir tatsächlich Geld bringt und was nur so ein kreatives Hobby ist, ja? So. Jedes kreative Hobby kann auch ein Broterwerb werden, aber vielleicht brauchst du erstmal ein Fundament. Ja, das könnte ein Thema sein für manche von euch. 10 Ariel, siehst du? So, und wenn, und das ist es, und hier gibt es Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, wo ihr was verdienen könnt. Und die Karte 10 Ariel zeigt mir auch, dass ihr wissen werdet, wo die Geldquelle ist und was Fake ist. Und das ist wunderbar. Also 10 Ariel ist super und die Sonne. Ja, ihr Lieben. Gibt viele tolle Möglichkeiten. Ihr werdet das auf jeden Fall wuppen. Und ihr werdet es schaffen. Okay? So. Und ich würde einfach mal sagen, ich hoffe, das hat jetzt mit dir ein bisschen resoniert. Ich hoffe, es konnte dir helfen. Okay? Es ist ja kein Zufall, dass wir ein Video finden. Da werden vielleicht jetzt Teile resonieren. Und wenn du den Impuls hast, noch mehr zu wissen, du sagst dir, ja gut, keine Ahnung, ich habe da doch was Gravierenderes oder ich will da, glaube ich, gerne noch extra in die Karten schauen oder allgemein ins System, ja. Sehr gerne kannst du mir eine E-Mail schreiben. Unten steht meine E-Mail-Adresse michelledirell@gmail.com und ich habe eine Informationsmail für euch und diese Infomail, die ist gratis und unverbindlich. Das heißt, manchmal, also ich schicke sie dir raus und du kannst sie auch einfach durchlesen, dich melden oder dich nicht melden, spielt keine Rolle, ist einfach nur zur Info zuerst mal, also zunächst einmal und
Manchmal ist es auch zum Beispiel von Vorteil, wenn du mir schon ein bisschen Schwank aus deinem Leben schilderst oder dein Thema, ja, dann kann ich dir zum Beispiel auch etwas vorschlagen. Also ich kann dir dann zum Beispiel auch eine Form des Readings empfehlen. Und du kannst dich dann immer noch entscheiden, ob du zum Beispiel nur einfach in die Karten schauen möchtest, was ja auch schon eine sehr hohe Trefferquote ist, ja. Also jedenfalls ist das der O-Ton von den Leuten, die ich betreue. Oder du möchtest es gerne noch verglichen und kombiniert haben mit anderen Wissenschaften. Ja, Numerologie, Astrologie, Human Design, dann hat man so ein ganzes Paket. Aber das alles steht dann halt in der Informationsmail und du wirst dann wissen, mit Sicherheit, für was du dich entscheiden magst. Okay? Ich danke euch sehr. Danke fürs Zuhören. Jetzt kommt das Bonusvideo. Wenn du Lust hast, noch mehr zu wissen, zu lernen über das Manifestieren, auch mal einen realen Schwank aus einem Leben hören möchtest, ja, also ich denke, dass der Beitrag ist sehr gut und der kann viele von euch auch ein Stückel weiterbringen. Dann bleibt einfach dran und schaut weiter, okay? Und ansonsten, alle Informationen stehen unten in der Infobox, meine E-Mail-Adresse und so weiter. Wer was spenden möchte für den Kanal, nur zu, sehr gerne, ja. Wir YouTuber, wir leben halt von Beratungen und von Spenden, also da braucht ihr nicht schüchtern sein, ja. Ich hole mir dann zum Beispiel neue Kartendecks davon oder richte mir ein Tonstudio ein, um ein bisschen bessere Musik nochmal für euch oder Aufnahmen für euch machen zu können. Also hier fließt wirklich von den Spenden 100% wieder in den Kanal. Genau, gebt doch ein Like, abonniert den Kanal und jetzt geht's weiter mit dem Bonusvideo. Bis zum nächsten Mal. So, hallo nochmal und hier ist das versprochene Bonusvideo zu den Manifestationen. Ich habe das jetzt mal nach hinten geparkt für die Menschen, die Lust haben, noch mal ein bisschen mehr zu hören. Ich wollte euch jetzt ein bisschen mitteilen, einfach einen kleinen Schwank aus meinem Leben. Ich habe jetzt gerade so einen entspannten Frühabend auch schon wieder. Es hat sich heute ein Problem gelöst, was sich jetzt echt gezogen hat wochenlang. Und es war wirklich, irgendjemand hat den Stöpsel gezogen und plötzlich war die Lösung da. Und was ich auch immer wieder feststelle in meinem Leben, ist wirklich tatsächlich, dass der stete Tropfen wirklich, wirklich, wirklich den Stein höhlt. Ja, und das ist ungelogen. Also je sturer man bei einer Sache dranbleibt. Also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, aber auch aus Biografien von Menschen, die vielleicht was erreicht haben oder so, die erzählen im Grunde genommen das Gleiche. Ja, also wenn Weg A nicht gegangen ist, dann sind sie Weg B gegangen. Wenn Weg B die Tür geschlossen war, dann gab es noch eine C-Tür. Und wenn die C-Tür sich als irgendwie Reinfall erwiesen hat, möglicherweise gab es noch eine D-Tür und so weiter. Ja. Vielleicht war dann die D-Tür eine Zeit lang gut und dann musste man nochmal durch eine E-Tür. Also ich mache euch jetzt mal hier eine kleine Landschaftsaufnahme. Eigentlich wollte ich an den See und jetzt sind wir aber hier gemeinsam an der Donau gelandet. Ihr hört im Hintergrund noch ein wenig die Autobahn, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ja, ihr Lieben. Und was auch nochmal so eine Feststellung war, die ich auch ja festgestellt habe und zwar in meinem Leben, auch wenn zum Beispiel, wenn wir etwas manifestieren wollen, ja, und uns was wünschen und auch kräftig alles gemacht haben, ja, weiß ich nicht, unsere Feng Shui-Ecke von mir aus eingerichtet haben, ja, was man so alles macht, durchgeräuchert, von mir aus kleines Kerzenritual oder halt, was weiß ich, oder irgendwie schon alles getan haben, unserer Meinung nach. Leute, das ist ja immer nur unserer Meinung nach, ja? Versteht ihr? Weil das heißt ja nicht, dass dann nicht später dieser Wunsch kommt, wenn wir das loslassen. Wir müssen ja auch noch loslassen dann. Das Loslassen ist ja oft dann so die Krux, ne? Weil etwas wünschen, etwas haben wollen und etwas brauchen, das sind zwei Paar verschiedene Schuhe. Das Universum und der liebe Gott oder so, wie auch immer man da jetzt die Begrifflichkeiten für sich verwenden mag. Das Universum entscheidet schlussendlich, was wir dann brauchen zum Leben und was nicht, ne? Und verwehrt uns so lange etwas, bis wir begriffen haben, dass wir entweder selber dafür verantwortlich oder selber das kreieren können in uns, was wir da brauchen, in Anführungszeichen jetzt, ja?
Oder eben noch etwas lernen müssen oder es halt einfach sonst wie akzeptieren und loslassen müssen, so. Also auch immer schön, ja, in der Dankbarkeit sowieso, ja, und so weiter. Aber für ein paar große Sachen muss ich auch einen Preis bezahlen, so, ja. Aber das ist dann auch schon wieder im großen Kontext, wenn man mal schaut, dass das vielleicht auch, dass man etwas loslassen musste, um was anderes zu bekommen. Ja, solche Geschichten. Schlussendlich waren das ja dann auch so Triggerverletzungen oder können es Triggerverletzungen sein, die in uns selber sind, wo Dinge auch geheilt werden, wenn wir auch mal durch eine Krise gehen. Ja, das heißt, es ist dann die Frage, ob man wirklich einen Preis bezahlt, so in dem Sinne, oder ob es einfach etwas ist, was sowieso hätte so sein müssen. Ne? Ich bin ja neu hier wieder hergezogen nach Deutschland, gell? Und so weiter, ständig solche so Gegenstände, wisst ihr, so Bücher, Jeanette, hat sich echt alles in meinem Leben so manifestiert, ja. Irgendwie kam es zu mir. Zum Beispiel, ich mache ja auch meinen Bücherkanal. Weiß gar nicht, ob ihr den schon kennt. Also in der Regel kommentiere ich von meinem Bücherkanal auch auf diesem Kanal in den Kommentaren. Und dann steht dann eh immer so irgendwie Bücherkanal, aber ihr seht es dann auch schon, glaube ich. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und zum Beispiel auf dem Bücherkanal habe ich dann, also ich schreibe selber im Moment ein Buch. Und das ist aber sehr in den Kinderschuhen. Das wird noch alles gelauncht. Klappt ganz gut, dieses Schreiben, muss ich euch sagen, Leute. Ich hatte erstmal ein bisschen Bammel, so nach dem Motto, nicht, dass mir da nichts einfällt. Aber das ist so ein Konzept, dass du dann quasi den Kanal dort abonnieren kannst. Und also ich habe auch noch Bücher manifestiert, deswegen erzähle ich euch das. Klar wünsche ich mir, dass ihr da auch auf den Bücherkanal geht, ja, sehr logisch. Aber ich erzähle das wirklich im Kontext auch mit den Büchern, sonst würde ich das jetzt nicht so erzählen, groß, okay? Auf jeden Fall, das ist so, dass wenn ich zum Beispiel Seiten fertig habe von dem Buch, dass der Leser oder die Leserin oder Abonnentin im Prinzip das mitliest, ja. Also dass ihr dann einen kleinen Obolus im Monat zahlt. Ich muss noch überlegen, wie viel. Irgendwas zwischen, ach, weiß ich nicht, 50 Cent bis 1 Euro. Ihr quasi das im Monat bezahlt, bis der Buchpreis abbezahlt ist sozusagen, ja, dass ihr nicht das Gefühl habt, dass es das so teuer ist oder das Buch wird dann halt kosten so und so viel, 20 Euro oder so, ja, oder keine Ahnung, ja, mal gucken irgendwie. Es gibt auch noch Sekundärliteratur, also es wird dann auf jeden Fall viel Literatur sein, also ich glaube 20, 25 Euro ist dann auf jeden Fall oder irgendwie so ein guter Preis, ja, also ich bin noch am Überlegen, du merkst schon, es ist noch nicht so richtig ausgereift, aber ich schaue jetzt einfach, wie das Schreiben läuft und wie es funktioniert und dann launche ich euch dann quasi das ganze Konzept, aber es ist halt fair und auch wenn ich ein paar Tage keine Seiten schreibe, ist dann wird dann der Preis fair, ja, so dass du nicht das Gefühl hast, du hast jetzt 50 Euro bezahlt und ich schreibe irgendwie und ich habe 3 Tage lang nichts geschrieben, also dass das so in Relation ist, gell? Und es wird übrigens ganz kurz, ja, damit du so im Bilde bist, also im Grunde genommen, das wird, weil das hat auch mit Spiritualität was zu tun, deswegen denke ich auch, dass es euch interessiert jetzt. Da können dann auch schon wieder für deine Manifestation auch Antworten drin sein, ja? Also das heißt, vielleicht ist es auch kein Zufall, dass du jetzt auch gerade dieses Bonusvideo schaust. Und zwar, das ist eine Seelenpartner-Dualseelengeschichte, eine ganz romantische. Und es handelt um eine Frau, die mehrere Male wiedergeboren wird und bewusst wiedergeboren wird. Das ist wie so ein Vampirroman. Die wird auch noch so, ich war sag mal so, die ist jetzt wie so ein Engel eigentlich, ja, mit so Superkräften. Ja. Also ein bisschen wie ein Vampir, aber halt nicht ganz so profan, sondern schon eher eine ernste Story, ja. Und die hat dann mit ihrem Ehemann, also mit einem Seelenpartner in irgendeiner Form. Also da will ich aber nicht zu viel verraten, ob das jetzt ihre Dualseele ist oder nur der Seelenpartner oder sonst wieder karmisch. Das will ich euch noch gar nicht verraten. Diese Story entwickelt sich ja auch noch. Oh, guck mal, das könnt ihr gar nicht sehen. Oh mein Gott, guck mal, ich sag Seelenpartner, Dualseele. Und das waren so ein Vogelpaar ist jetzt hier so geflogen. Oh Gott, diese Resonanzen, die finde ich so schön in der Natur.
wie krass das alles resoniert. Leute, achtet da drauf. Wenn ihr was manifestieren wollt oder so, achtet auf diese Resonanzen. Ey. Die Natur redet mit uns, ja. Wenn wir das nur sehen könnten. Also, oder auch drauf achten, ne? Man kann das sehen. Auf jeden Fall. die waren im Mittelalter miteinander zusammen. Ganz spannend. Und zwar in Venedig, ja. Und diese Frau wird wiedergeboren ins Jahr 2020, mitten in die Corona-Pandemie, und geht dann, jetzt pass auf, und geht dann an den Ort, wo sie mit diesem Mann oder mit ihrem Mann damals gelebt hat. Und das Haus, was da früher stand, steht immer noch, ist aber heute ein Hotel. Und dort checkt die ein. Und da geht dann die Story los, ne? Und es gibt dann so Sprünge aus der Gegenwart in die Vergangenheit und ins historische Venedig ganz stark. Und zeigt aber auch heute und auch noch andere Leben von ihr. Also, ich bin selber so gespannt. Wisst ihr, das ist wie mir selber eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Und der Leser kann das mitlesen, und dazu gibt's noch Sekundärliteratur, weil da kommt noch das Human Design System drin vor. Ich erkläre was über Numerologie, über Energiearbeit und so weiter. Und eingebettet in so eine Story, beziehungsweise eigentlich separat. So, es gibt so die Geschichte, ich sag mal eigentlich einen Historienroman. Ich bin auch am Recherchieren, ja. Ich schaue auch Venedig früher und Geschichte und so weiter. Gucke ich mir alles an, recherchiert es. Und ich glaube, das wird total geil. Also mich freut es so sehr, das zu machen. Und genau, auf meinem Bücherkanal siehst du dann auch die Bücherecke. Ah nee, Quatsch, die Schreibecke, wo ich dann immer bin. So voll mein Schreibtisch, sitzt auch davor. Also das ist so eine kleine Bücherecke eben. Oder eine Schreibecke genau in meiner Wohnung. Nur dafür, für nichts anderes, sondern wirklich nur dafür. Und auf meinem Kanal sind aber auch Buchrezensionen über andere Bücher. Nicht nur meins, ja. Also ich habe vorgestellt, Hermann Hesse, Unterm Rad habe ich gelesen, habe ich vorgestellt. Ich habe Historienromane, 3 Stück jetzt schon vorgestellt. Der Kanal ist noch relativ jung, ne. Ihr dürft gerne abonnieren, wenn ihr halt Lust habt. Ihr kennt ja das Spiel, ne. So, also, ne. Ich freue mich über jeden von euch, ist ja logisch. Auf alle Fälle habe ich mir so überlegt, dass ich nicht nur so hochtrabende Literatur und auch nicht nur Historienromane dort haben will, also nicht nur was mit Niveau, sondern auch was, ich sag mal, relativ unterm Badewannenstöpsel, ja? So gelinde gesagt. Und habe mir so gedacht, weil ich habe auch, also ich lese sehr gerne, und ich lese auch mal gerne Schrott oder etwas, was so als Schrott vielleicht durchgehen würde, so auf oberflächlicher Ebene. Aber ihr Lieben, ich finde, von allem kann man was sich rausziehen. Alles hat so seine Qualität, ja. Und wirklich, also auch wenn etwas zum Beispiel jetzt nicht so das intellektuell Hochtrabende ist, vielleicht hat das ja eine emotionale Qualität. Ich also habe mir gedacht, ich hätte gerne auch noch das Buch von Dieter Bohlen und von Frau Katzenberger. Das, wo sie in rosa vor so einer Tafel steht, das habe ich gelesen, ja. So. Und habe dann so gedacht, ich will das auch vorstellen auf meinem Kanal. Und ich hätte das gerne und so. Und dann habe ich das dann so gedacht, okay, das so vergessen ein bisschen, ja. Also losgelassen, auf jeden Fall losgelassen. So, nicht vergessen, aber losgelassen. Das Leben ging auch weiter ohne dieses Buch. Versteht ihr, was ich meine? Habe ich halt ein anderes Buch gelesen, ne? Und so ist es ja mit den Männern zum Beispiel auch oft oder mit den Frauen. Du willst einen unbedingt, komm nicht, ja? So. Und wenn es dir wurscht ist, dann kommt die Katze an und lässt dich streicheln. So ist es, ja? Die Liebe ist eine Katze. Und andere Dinge eventuell auch. Und dann einmal, Leute, ich hole ja meine Bücher extrem gerne aus diesen... Also ich stelle vor allen Dingen eigentlich Bücher vor, die mir auch zugeflogen kommen. Ich kaufe eigentlich nichts, wenn ich ehrlich bin. Also, weil überall gibt es Bücher... In Hülle und Fülle, du findest ein Buch in der Bahn, im Zug, du findest ein Buch auch an diesen Regalen. Kennt ihr diese Stadtregale? Das sind so Glasvitrinen, und dort kann man Bücher reintun, die man fertig gelesen hat, und sich welche holen. Und Leute, einmal, ey, das war schon wieder krass, heftig. Also ich war irgendwie in der Stadt unterwegs und habe mir so gedacht, ich fahre jetzt an der Vitrine vorbei, ja, an diesem öffentlichen Bücherschrank. Und habe mir aber gleichzeitig logisch gedacht, alter Schwede, du hast gerade nichts in der Stadt zu tun. Du fährst nur wegen dieser Vitrine da in die Stadt jetzt rein, ja? Weil normal mache ich sowas nicht. Also ich fahre schon wegen einem bestimmten Grund auch mal raus, so. Wegen mehreren Gründen fahre ich halt in die City rein, aber doch nicht wegen dieser Vitrine nur. Ich also hin, ich hatte beim Fahren, ja, ich so auf meinem Fahrrad so gefahren, ich hatte ein super Gefühl, ich habe ein total gutes, friedliches Mega-Gefühl.
stehe vor der Vitrine, Leute, der Bohlen. Der Bohlen in der Vitrine. Genau, das Buch, was ich damals gelesen habe. Ich habe mich weggelacht, ja. Ich das Buch mitgenommen, ne? Und so weiter und so fort, und so weiter und so fort. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und dann ist das Video auch mal fertig. Wenn wir glauben, etwas zu wollen und das manifestiert sich nicht, dann ist es auch gut, sich hinzusetzen mal, ruhig, und mal ganz genau in sich zu fragen, ja, ins Innere zu fragen. Was blockiert denn jetzt meine Manifestation? Welche Überzeugung vielleicht? Und lass einfach das hochkommen, was hochkommen möchte. Ja, das kann eine negative Überzeugung sein. So nach dem Motto, das und das gehört sich nicht oder so. Das kann einfach zum Beispiel ein entgegengesetzter Wunsch sein zu deinem Wunsch. Und jetzt erzähle ich euch nämlich ein Beispiel. Lass einfach das hochkommen, was hochkommen möchte. So. Das deutsche Steuerrecht und ich, das ist meine Lebensaufgabenzahl, ja. Mir ist immer die Seele wichtiger und so. Ich genieße Geld, aber mir ist wirklich auch das Fundament, oder ich sag mal, mir ist es so wichtiger, euch zu helfen. Zum Beispiel, wenn ich merke, dass die Leute zum Beispiel immer noch das gleiche Problem haben, dann habe ich das Gefühl, irgendwie nicht genug geholfen zu haben. Aber das ist ja auch mein Perfektionismus, der auch nicht unbedingt sein muss. Das ist jetzt mehr meine Kiste, ja. Und deutsches Steuerrecht ist anders wie im Ausland, ja. Also da darfst du dich auch umgucken und so. So. Und ich hatte die ganze Zeit Pech. Schaut mal die kleine Familie oder wer das auch ist. Oder ich weiß ja nicht, wie die zueinander stehen, ne? Ah ja, guck mal, die sind zusammen. Auf jeden Fall. Wo war ich jetzt schon wieder stehen? Ah ja, genau. Und Leute, ich dachte mir, ja, es wird mir sicher von jemandem ein Steuerberater empfohlen und es wird dann gar kein Thema sein und der macht mir das einmal und so weiter, ja. Also am liebsten hätte ich es gehabt, dass ich wie so eine Unterrichtsstunde mal bei einem Steuerberater habe und der oder die mir das erklären und ich das halt selber mache mit Anmeldung und so weiter. Also als Selbstständiger ist das in Deutschland anders als Angestellter. Als Angestellter helfen sie dir für einen Obolus sozusagen oder für weniger Beitrag, und Selbstständige müssen richtig ran in Deutschland. Ja, das wissen auch viele nicht, die angestellt sind und so. Das muss dich ja auch nicht interessieren, aber das ist halt wirklich sowas. Und da ich zum Beispiel jetzt einmal, also ich habe ja zwei Jobs, ne? Ich habe ja einmal euch, da muss ich ein Gewerbe anmelden. Also ich mache jetzt nicht so lange, sondern einfach damit du die Thematik verstehst. Und ich habe noch ein zweites Standbein, das wisst ihr vielleicht auch. Ich mache ja auch Pädagogik und auch auf meinem YouTube-Kanal ist ja Kunst und Kultur ja auch ein großer Bestandteil, weil das ja auch die Energie also hochhält sozusagen auch, ne? Also das sind so meine Sachen, die ich halt mache. Und beides hat aber eine andere Selbstständigkeit. Ja, das eine ist Gewerbe und das andere ist halt eine freie Selbstständigkeit mit einer bestimmten künstlerischen Ausbildung, die ich auch gemacht habe. Dafür befähigt mich dann dieser Bachelor of Music, den ich ja dann auch studiert habe und so. Okay, lange Rede, bla bla bla. Ich also, die Steuerberater, die haben mir für eine doppelte Buchhaltung, also was die mir angeboten haben, so nach dem Motto, ja, das kostet über 1000 Euro im Jahr, wir haben dann sie als Mandantin und ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe mal mit euch habe ich immer Kundschaft, aber mal ist das ganz, ganz viel mit Beratung und mal weniger, ne? So, das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie plötzlich, also dass ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt Lust, weiß ich nicht, über 1000 Euro im Jahr für einen Steuerberater hinzulegen. Also so richtig motiviert hat mich das nicht, ja? Und schon gar nicht als Musikschullehrerin. Ich bin ja nicht Dieter Bohlen sozusagen, ja? Es gibt Phasen, wo schön viel reinfließt, mit den Beratungen auf jeden Fall, hatte ich auch oft erlebt, ja, aber darauf, das ist nichts, das geht mal hoch und mal runter, ja, so wie das Leben auch und so wie einfach Tag und Nacht, das ist halt, wie es ist. War ich mir zu schade für, man hat ja auch irgendwo seinen Stolz, ja. Ja, ihr merkt schon, ist das auf jeden Fall, habe ich mich also selber, nee, ich habe mich noch gar nicht durchgefuchst. Ich habe jetzt erstmal so noch alle Kollegen angemeldet und kennt ihr denn nicht jemanden und was weiß ich und oh. Und dann irgendwie habe ich mir gedacht, okay, wenn das jetzt alles so blockiert, bevor ich mich heulend in die Ecke setze und sage, Human Design Manifestor, meine Aura, die zieht ja niemanden an, heul, heul, heul. Ja, das kann man nämlich auch benutzen, das Human Design System, zum sich runterziehen, ne?
Das ist jetzt ein kleiner Disclaimer, vielleicht kennst du es nicht, ihr könnt es mal googeln. Ansonsten, Human Design kommt auch immer in meinen Orakeln vor. Also wenn du abonnierst, dann kriegst du auch immer mal Human Design mit. Ansonsten ist da darüber auch viel so im Internet zu hören und so. Auf alle Fälle. Und zu lesen sicherlich auch, natürlich. Auf jeden Fall habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, okay, mal Butter bei die Fische, ne? Warum blockiert das hier? Was ist da los? Warum hilft dir niemand? Was ist der Grund dahinter? Und der Grund war ihr Leben. Ich wollte das Ding verstehen. Ich hatte im Inneren den Anspruch, also mein Schweinehund, ja, hat ja andauernd dazwischen geblökt und gesagt, das ist so anstrengend und so viele Informationen und bla. Aber eigentlich im Großen und also eigentlich im Grunde meines Herzens wollte ich das selbst verstehen. Ich will meine Steuer selbst machen und ich möchte das eben nicht an jemanden abgeben. Und als ich das verstanden habe, ihr Lieben, habe ich mich jetzt angefangen, ich bin jetzt fertig damit. Ich habe mich durchgefuchst, ich habe meine ganzen Finanzen geordnet, es hat mir keinen Spaß gemacht und irgendwann kennst du das, wenn du manchmal in so einer Thematik drin bist und dann geht's von selber einigermaßen und irgendwie freut es dich auch, weil du bist dann stolz auf dich, du hast es wirklich gemacht, du bist den Schritt gegangen, du hast etwas getan, wo du keine Energie eigentlich zu hattest, verstehst du? Und du bist aber da drüber gegangen durch diese Aversion oder Blockade oder sowas. Und dann ist man auch stolz auf sich und akzeptiert die Situation. Und ich habe wirklich alles Mögliche gegoogelt. Ich habe auf Facebook Fragen gestellt. Teilweise wurden sie mir beantwortet von Leuten, die das wussten. Ich habe beim irgendwie gründer.de, bei allen möglichen, beim Finanzamt angerufen, Durchfall bekommen, keiner hatte eine Ahnung oder wollte mir was sagen. Ja, das ist auch ein bisschen, ich finde es mit Ämtern auch manchmal so. Also wenn ihr das jetzt anschaut, mein Video, und du arbeitest im Finanzamt oder sonst was, ihr Lieben, bitte hilft den Leuten, weil wir sind halt, selbstständig sein ist überhaupt nicht einfach. Und wir müssen uns wirklich um alles selber kümmern und es ist auch echt sehr viel Zeit, was da drauf geht, ne? Also und auch wenn man zum Beispiel etwas nicht weiß, ich wäre zum Beispiel viel glücklicher gewesen, wenn, also mir wurde auch mal gesagt, nee, das weiß ich nicht, ich tue sie jetzt mal weiterleiten an Kollegen. Ärgerlich ist halt, wenn man dann in der technischen Abteilung landet, plötzlich bei irgendeinem Kollegen, der gar nicht damit was zu tun hat. Und auf jeden Fall habe ich mich da so durchgefuchst und das hat mich jetzt gute zwei Monate, vom 4.6. bis heute. Habe ich das Formular abgeschickt und es wurde abgesegnet. Ne? Auf jeden Fall bin ich dann in der technischen Abteilung gelandet bei einem Kollegen, bei einem Finanzamt, ein Kollege von diesen Kollegen, naja. Und der hat echt gesagt, so, boah, das kann gar nicht wahr sein, sie müssen ihnen helfen. Es kann ja nicht sein, dass sie damit jetzt schon so lange halt am Herummachen sind. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe in den 2 Monaten so viel gelernt darüber und es war es echt wert, ja. Wir haben in Deutschland ein Riesenmonopol auf diese ganze Steuerberatungskiste. Es dürfen nur Rechtsanwälte und Steuerberater beraten. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt auch welche, die nutzen das auch aus irgendwie. Ja, also ich hatte auch schon mal super Erfahrungen mit meiner Steuerberaterin damals noch. Da habe ich aber nicht hier in Bayern gelebt, sondern woanders in Deutschland. Und die war top und die war auch fair. Und das war wunderbar mit der. Also das war auch ein Honorar, klar, nicht niedrig, aber jetzt auch nichts Überhöhtes, ja. Aber ich habe jetzt wirklich, meine Finanzen sind so geordnet. Also irgendwie, verstehst du, was ich meine? Und ich habe gar nicht erwartet, dass die Sache sich heute erledigt. Und plötzlich hat sie sich erledigt. Ich wurde dann zurückgerufen von der richtigen Kollegin dann endlich mal. Und die ist es mit mir nochmal, die restlichen 3 Sachen, ja, wo es nochmal geharzt hat, ist sie mit mir durchgegangen. Und den Rest habe ich wirklich selbst gemacht. Und ich bin so stolz auf mich. Und ich habe wirklich einen Teil meiner Lebensaufgabe damit auch wieder rund gemacht, ne? Und auch in den Biografien von Persönlichkeiten merkt man auch, wer seine Lebensaufgabe erfüllt und wer nicht. Ja, ich habe zum Beispiel auch eine Biografie über Romy Schneider gemacht auf meinem Bücherkanal. Ich erzähle euch das, weil das auch wirklich viel mit Spiritualität zu tun hat, ja. Da fließt ja immer diese persönliche Note von mir mit ein, wenn ich so einen Kanal mache. Also das kann man ja fast nicht trennen voneinander, ja, diese Themen. Ich bin halt spirituell. Sorry,
Ich bin spirituell, also ich atme Spiritualität durch jede Pore, so wollte ich das irgendwie ausdrücken. Entschuldigung. Nee, ich werde es auch nicht wegschneiden. Das ist ja auch der Humor, ja. Also, ich meinte so irgendwie, wisst ihr, jede Zelle atmet Spiritualität irgendwie. Und das fließt natürlich überall durch, ja. Egal, was ich mache, so. Also, auch wenn ich irgendwie über Wildkräuter rede, da habe ich auch einen Kanal. Das ist auch ein spannender Kanal. Aber meine ganzen Kanäle, die kommentiere ich auch unten in der Info, also in den Kommentaren. Dann seht ihr auch schon, wo was läuft. Ja. Ja, und überall konzentriere ich mich darauf, dass das halt auch, dass es die Fülle für euch fördert, aber für mich natürlich auch, ja. So, also dass das Geben und Nehmen und die Fairness dann halt quasi die Balance sind. Dann schlage ich dir auch vor, eben deine Daten zum Beispiel damit zu vergleichen mit den Karten zusammen, weil dann kann ich auch sagen, wer bist du? Und was soll noch integriert werden? Was kann dir noch schwerfallen? Aber wir müssen es integrieren. Und erst das macht eigentlich, dass wir dann auch ein gutes Gefühl haben. Seien wir uns ehrlich, ja? Manchmal müssen wir uns auch mal an Sachen wagen, die getan werden müssen. Und vielleicht ist das auch, wenn unsere Seele zu uns flüstert, ja, durch das ganze Schweinehund-Geschrei und wir das hören und uns dann ranmachen. Oh ja, das ist dann auch die Wahrheit der Seele auch oft, ne? Und manchmal darf der Schweinehund aber auch mal ran und das Leben genießen, ihr Lieben. Tschüss! Ich wünsche euch was, von Herzen alles Liebe, danke fürs Anschauen und so weiter. Und ihr kennt's, liked, teilt, ne, kommentiert, und dann kann ich auch anderen Leuten helfen und es freut mich natürlich. Ich hab euch lieb, die Michelle, ciao.